Guten Tag. Ich habe schon in meinem Preview heute gesagt, das haben viele Leute schon gesehen, dass Fisch tut alles im Übermaß. Ich habe das auch schon erwähnt, dass die Leute, die Aquarium mit tropischen Fischen haben, die müssen das schon beobachtet haben, dass es nicht so einfach ist, da einfach Futter zu streuen und für eine Woche zu verreisen und meinen, dass die Fische sich das so ein bisschen aufteilen. So ist das überhaupt nicht. Denn Fisch frisst alles, was vor seinem Maul ist, bis er stirbt. Und so ist das auch mit Menschen, die Fische sind. Deswegen ist es schwierig, über Fische überhaupt zu reden, weil Fisch ist nicht so strukturiert, sagen wir mal, wie Zwilling, wie Wassermann, wie Waage. Deswegen viele Fische lieben diese Luftzeichen wie Zwilling oder Wassermann und Waage und wollen mit denen zusammenbleiben, weil das ist alles so geplant und alles so geordnet. Oder mit Jungfrau sehen wir auch Fische oft mit Jungfrauen, weil Jungfrau ist auch sehr strukturiert, nicht? Jungfrau hat Zeit bis 9. Von 9 bis 11, um 11 schon Termin, um 1 Mittagspause und 2 Schluss und dann um 3 Uhr Ende und dann sagt Jungfrau zu dir, wir treffen uns, aber ich habe Zeit nur bis 18 Uhr, länger nicht. So, und du läufst drin und die Jungfrau fertigt dich ab und sagt, tschüss, ich habe schon einen nächsten Termin, selbst wenn das nicht geschäftlich ist, sondern privat. Also Fische natürlich gucken da auf solche Leute wie Jungfrau oder Zwilling und begreifen nicht, wie kann man so strukturiert leben. Bei den Fischen ist das nicht so. Ich habe gesagt, Fische sind Romantiker und Fisch tut alles, um Glück und Liebe im Leben zu finden. Romantiker. Deswegen habe ich auch schon erwähnt, vielleicht, dass Fische irgendwo, ach egal, in einer Dachgeschosswohnung leben würden, weil Fisch ist sehr anpassungsfähig. Dem ist egal, aber in einer Dachgeschosswohnung ist bestimmt romantisch. Viel romantischer als in einer Sozialwohnung oder in einem Block, nicht da, wo 120 Wohnungen sind. Deswegen ist es schwierig, über Fische zu reden, weil Fisch ist, sagen wir mal, eine Widerspiegelung vom Menschheit, von unserer Hilflosigkeit, Machtlosigkeit angesichts des Universums und Größenwahn, Sehnsucht nach Liebe. Und das Ahnen von vielen Geheimnissen und vor allem Suchen nach Glück und Liebe. Das suchen wir alle, auf jeden Fall. Jeder Mensch sucht nach Glück und Liebe vor allem. Und deswegen ist das so schwierig mit den Fischen, weil sie werden viele Sachen tun, wie ich gesagt habe, das Gegenteil von Zwilling oder Waage, dass die da planen, im September Urlaub und so, der Fisch würde das heute machen und sagen, scheißegal, ich will glücklich werden, ich will einfach nach Kapverdischen Inseln fahren. Und da fährt er hin. Oder Fisch, wie ich schon gesagt habe, sieht einen wunderschönen Ring und sagt, diesen Ring kaufe ich, egal, ob er 300 € kostet, kaufe ich einfach. Aber natürlich, Jungfrau würde das nicht tun, weil Jungfrau denkt, das ist mir zu teuer und wenn, dann kaufe ich mir etwas fürs Leben. Und ja, ich muss suchen und gucken, weil Jungfrau ist ja geizig. Fisch ist auch geizig, habe ich schon erzählt. Fisch ist auch knauserig mit Geld. Es gibt Fische natürlich, die schöne Häuser haben und es gibt Fische, die Eigentumswohnungen haben. Das schon, aber in den Fischen gibt es so eine Bipolarität, nenne ich das, oder ja, sagen wir mal Bipolarität, so eine Doppelsinnigkeit im Leben.
Umsonst, Symbol von Fischen ist nicht, dass da zwei Fische gucken, rechts und links, und sind gebunden mit goldenem Band. Umsonst ist das nicht. Weil auf der einen Seite ist das ein Fisch, und dieser Fisch lebt da tief im Ozean und vergessen hat, dass wenn du so tief in im Wasser liegst, dann die Lunge kriegt keine Luft und dann gehst du kaputt. Deswegen viele Fische sind Alkoholiker, drogenabhängig und ja, hoffnungslos und verzweifelt heruntergekommen. Und auf der anderen Seite gibt es einen Fisch in einer anderen Richtung. Das ist wieder ein bisschen nüchterner Fisch, der ja, vielleicht kauft sich einer Haus oder Schmuck und teure Autos. Aber auf jeden Fall immer spiegelt sich der Fisch. Alles, was wir machen auf der Erde, Suche nach Liebe und diese Sehnsüchte, Hilflosigkeit von uns allen, das spiegelt sich alles in einem Fisch. Und Fisch ist oft natürlich wahnsinnig und größenwahnsinnig. Deswegen wissen wir, wie viele Dramatiker, Visionäre, Mystiker und Leute, die auf der Bühne sehr bekannt waren und Schriftsteller Fische waren, weil das sind Menschen, die größenwahnsinnig auch sind. Weil Fisch tut alles, um Glück und Liebe auf dieser Erde zu finden. Deswegen sage ich, Fisch ist Romantiker, er sucht das immer. Andere Leute, wie ich habe schon erwähnt, die Jungfrau oder abgewichster Zwilling, der da die Leute betrügt und irgendwelche Geschäfte macht hier und da, und die Jungfrau, die so alles taktiert, lebt und hier spart und da spart und geizig ist. Fische nicht. Fische suchen Glück und Liebe. Suchen wir alle. Deswegen gibt es bis heute Single-Treffs und alles Mögliche. Und die Leute versuchen und klicken da den ganzen Tag. 14-Jährige bei TikTok, 20-Jährige bei Instagram, die klicken hier und da und suchen. Wir suchen alle Liebe. Aber es ist sehr schwer, Liebe zu finden. Deswegen sind Fische oft verzweifelt, weil sie sind Romantiker, sie möchten schön leben und deswegen viele Leute benutzen Fische, habe ich schon erzählt. Wenn deine Freundin Anwältin ist, dann werden andere Leute diese Anwältin, die Fisch ist, immer benutzen und sagen, kannst du mir etwas schreiben, noch hier Brief und so. Und wenn ein anderer Freund, der Steuerberater ist und Fisch ist, die Leute werden den auch benutzen. Kannst du mir da was schreiben? Kannst du mir da was machen? Weil Fisch kann ohne Menschen nicht leben. Fisch braucht Menschen. Und Fisch ist Romantiker, weil er nach Liebe sucht. Aber für heute ist wirklich die Zeit um.